Bevor wir zu dem Mann im dunklen Gewand gehen, werde ich erstmal noch in das Klassenzimmer der 3 bis 2 gehen, um zu gucken, was Erin von uns möchte. Oh, da hinten. Bela. Bela. Ich möchte dir meinen aufrichtigen Dank für alles aussprechen, was du für die Liga AG getan hast und natürlich für Jo. Als du Champ geworden bist, hat Jo sich vollständig aus dem Rangsystem zurückgezogen. Das ist schade, aber wir verlieren ihn gewiss nicht aus den Augen. Es überwiegt die Freude darüber, dass er wieder zu sich selbst zurückgefunden hat. In meiner Euphorie habe ich eine enorme Menge des Mittels hergestellt, das deinen Pokémon bei meiner Prüfung das Fliegen ermöglicht. Oh! Sobald du dich in die Lüfte erheben möchtest, gibt Arkia eine angemessene Menge davon. Okay. Sie benennt einfach Koraidon nach dem Geräusch, was es gemacht hat. Auch gut. Yes! Hand abgebissen. Oh, du gibst es ihm sofort. Ich rate jedoch tunlichst davon ab, alles auf einmal an es zu verfüttern. Zu spät, würde ich sagen. Koraidon hat die Reittechnik Flug erlernt. Okay, ich habe mich schon gefragt, wann das passiert, aber Frage beantwortet. Agia scheint irgendwie stärker geworden zu sein. Wenn ich mich nicht täusche, sollte es nun in der Lage sein, uneingeschränkt zu fliegen. Ein unerwartetes, aber durchaus akzeptables Ergebnis. Sobald du die schwere Strecke des Flugrennens absolviert hast, kannst du dich an der extrem schweren Strecke versuchen. Okay. Gut. Es ist Zeit zu gehen. Entschuldige mich. Bin gespannt. Bin gespannt. Okay, wir verlassen mal den Raum. Liga AG. Ich habe noch ein bisschen was an dem Raum verändert. Ich habe das antike Design genommen. Oh. Keanu. Oh, Bela, du kommst genau richtig. Ich habe gehört, dass du Champ der Blaubeerliga geworden bist. Das ist fantastisch. Ich muss schon sagen, dich zu uns zu holen, war eine meiner brillanteren Ideen. Da du jetzt schon eine Weile bei uns bist, hätte ich eine Frage an dich. Wie gefällt es dir hier? Hast du Spaß an der Blaubeerakademie? Ja, und wie? Auf jeden Fall. Freut mich zu hören. Ich weiß, das kommt jetzt etwas überraschend, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Bela. Dank dir geht es hier an der Blaubeerakademie sehr viel lebhafter zu. Deswegen möchte ich ab jetzt noch aktiver Leute aus Paldea als Mentoren zu uns holen. Du wirst wie jemand, der überall bekannt ist. Und viele Freunde hast du bestimmt auch. Könntest du dich vielleicht beim Arenaleiter deinen Lehrern oder starken Freunden umhören und sie zu uns einladen? Okay, überlassen sie das mir. Aber sicher. Ich wusste es, Champ. Auf dich ist eben Verlass. Über den Computer hier im Raum kannst du Leute, die du einladen willst, kontaktieren. Um ihre Reisekosten und sonstige Ausgaben zu decken, sind jedoch BP nötig. Hier hast du gleich mal welche. Oh, wie viele kriege ich denn? Wow, wie großzügig. Hätten ruhig mal 2000 sein können. Die als Mentoren eingeladenen Leute können während ihres Besuchs diesen Raum für Pausen nutzen. Du kannst also bei Gelegenheit vorbeischauen und ein bisschen mit ihnen plaudern. Also dann, alles Weitere überlasse ich dir. Boah, Leute, es hört gar nicht auf. Wie viele Folgen von diesem DLC soll es denn noch geben? Krass. So funktioniert es. Über den PC im AG-Raum kannst du Leute aus Paldea als Mentoren an die Blaubeerakademie einladen. Du kannst bis zu 2 Leute gleichzeitig einladen und dich mit ihnen unterhalten oder gegen sie kämpfen. Krass, wollen wir mal gucken? Einen Mentor einladen.
Oh, cool. Wen laden wir denn ein? Ich weiß nicht. Komm, wir fangen mal mit Enigmara an. Wir laden sie ein. Schön. Ihr seid gefangen in meinem Elektronetz. Wer bin ich, fragt ihr? Na, Enigmara natürlich. Holla, ciao und hallöle. Okay, Tür wieder zu. Okay, und jetzt könnte ich sie herausfordern demnach. Bela, ich freue mich, dass du einen neuen Collab mit mir starten willst. Arenaleiterin Enigmara dringt in die berühmte Akademie ein und entdeckt... Was? Das ist mein nächstes Streaming-Projekt, an dem ich gerade mit Olcaracho arbeite. Sag mal, was gibt es denn da so zu entdecken, das mir auch ordentlich viele Views bringt? Die Terra-Kuppel. Was? Eine Kuppel mit 4 künstlichen Arealen? Wie abgefahren, sowas gibt's hier? Danke für den Tipp. Dann will ich mal zack, zack und blitzschnell mit den Vorbereitungen beginnen. Oh, sorry. Okay, also. Wenn ich es jetzt nochmal anspreche, dann könnte ich jetzt mich dazu entscheiden, oder? Ah, okay, gut. Sehr schön. Wohin möchtest du gehen? Ich möchte in den Eingangsbereich zu dem Mann mit dem dunklen Gewand. Ich bin gespannt, wer es ist. Könnte ja eigentlich nur noch mit den legendären Pokémon zusammenhängen, oder? Im dunklen Gewand. Oh, da. Mr. Mom! Sag bloß, bist du nicht dieser Junge, von dem alle hier sprechen? Der sieht schon interessant aus. Doch, doch, ich bin mir ziemlich sicher. Du bist der Austauschschüler aus Paldea. Du heißt Bela, stimmt's? Man nennt mich Mr. Mump. Ich habe ein Herz für Schüler, die sich so richtig ins Zeug legen. Insbesondere für solche, die bei Missionen ihr Bestes geben. Die bekommen immer ein paar Snacks als Belohnung von mir. An wen erinnert er mich? Ich habe irgendwie das Gefühl, ihn schon mal gesehen zu haben. Also nichts hier in dem Spiel, aber irgendwie kommt er mir bekannt vor. An wen lehnt er an? Ich spreche von hausgemachten Köstlichkeiten, deren Geschmack eigens auf die Vorlieben von bestimmten Pokémon abgestimmt ist. Wer weiß, vielleicht läuft einem ja ein besonders beeindruckendes Pokémon über den Weg, wenn man eine Kreation im Gepäck hat. Also dann, streng dich an bei den Missionen gut an und erstatte mir später Bericht. Inwiefern? Ah, okay. Er wollte jetzt einfach nur verschiedene Sachen sehen, okay. Zum Dank für deine harte Arbeit möchte ich dir einen meiner Pokémon-Snacks geben. Ein Zekrom-Snack. Jetzt beginnt's mit den legendären Pokémon. Dieser Snack wurde mit den Lieblingszutaten des legendären Pokémon Zekrom zubereitet. Hast du schon mal von Zekrom gehört? Es ist ein sehr seltenes Pokémon, musst du wissen. Eine Nadel im Häuferhaufen ist leichter zu finden. Wenn ich allein den Namen Zekrom höre, werde ich ganz nostalgisch. Ich war noch ein junger Bursche, als ich eines Tages auf Schusters Rappen von Mesalona City nach Voladin unterwegs war. Okay, von Mesalona nach Voladin. Auf einmal flog aus heiterem Himmel ein riesiger schwarzer Schatten im Osten durch die Luft. Meine Neugierde war geweckt, also kletterte ich auf eine Anhöhe, um mir ein besseres Bild von der Lage zu machen. Und wen sehe ich? Zekrom. Völlig entgeistert blickte ich es an, bevor es dann zu mir herabstieg. Während wir uns eine Weile anstarrten, fiel mir auf, wie eindrucksvoll Zekrom aussah. Mit diesem Snack im Gepäck steigt sicher auch deine Chance, ihm zu begegnen. Richte Zekrom bitte schöne Grüße von mir aus, wenn du ihm über den Weg läufst.
Okay, kann ich jetzt hier sämtliche Sachen durchgehen? Okay. Terrakium. Erzählt er jetzt, oh Gott, zu jedem Pokémon immer eine Geschichte? Er wird ganz nostalgisch überall, als ich eines Tages so, wie so oft, der Kletterei frönte. Nachdem ich eine ziemlich hohe Höhe erreicht hatte und den Blick zurückrichtete, konnte ich weit im Süden Moldritz als winzigen Punkt ausmachen. Während ich den Ausblick genoss, bemerkte ich auf einmal, dass Terrakium neben mir Platz genommen hatte. Okay. Sehr schön. Okay, ich glaube, dann würde ich hier einfach mal alle Snacks holen, die wir so haben. Und will jetzt einfach mal noch gucken, hat er noch irgendwas zu sagen? Bestimmt hat Keanu noch irgendwas zu sagen. Oh, Bella, was bringt dich hierher? Ich wollte nur plaudern. Du willst mit mir plaudern? Ich wusste nicht, dass ich so beliebt bin. Ah, richtig. Was macht dein Fortschritt im Blaubeer-Pokédex? Zeig ihn mir doch, wenn du eine ordentliche Anzahl an Pokémon registriert hast. Und wenn dein Pokédex vollständig ist, sollst du auch eine Menge Lob von mir bekommen. Okay, nur wenn er vollständig ist oder auch wenn er gut gefüllt ist. Du hast in der Terrakuppe 194 Pokémon-Arten gefangen. Du hast ganz schön viele Pokémon registriert. Du bist so nah dran. Jetzt musst du den Pokédex doch einfach vervollständigen. Ja, das muss ich in der Tat. Mir fehlt auch nicht mehr viel. So, ich glaube, sonst habe ich jetzt hier in der Blaubeerakademie selbst nichts mehr, was ich machen muss. Jetzt geht es an die Vervollständigung des Pokédex tatsächlich. Viel fehlt mir da wirklich nicht mehr. Das ist sehr überschaubar. Und hier geht es ja dann auch noch weiter. Boah, es ist krass, wie viel Aufgaben in diesem DLC noch kommen, nachdem wir die Story halt beendet haben. Lasst uns gucken, Pokédex. Was fehlt uns? Terrapagos habe ich. Ich musste den Bericht mal noch angucken. Ich habe es ganz klar vergessen. So. Arbeiten uns jetzt nach und nach vor. Ein paar weiße Stellen gibt es halt noch, ne? Dodri sollte eigentlich ja direkt hier irgendwo in der Gegend rumlaufen. Oh. Dodri kriegen wir ja schnell mal gefangen. Dodri. Da haben wir es schon. Sehr gut. Und direkt noch ein paar Missionen nebenbei mitmachen, damit wir die Mentoren auch noch alle herausfordern können. Flottball. In der Hoffnung, dass das jetzt auch schnell geht. Das sind ja jetzt auch nicht mehr viele Pokémon. Sehr gut. Sehr schön. Dodri wurde gefangen. So, registriert. Sehr schön. Rihornior. Boah, aber wie konnte man das Pokémon denn noch entwickeln? Wir gucken mal weiter. Erstmal die ganz normalen Pokémon. Die ich jetzt so vielleicht noch fangen kann. Was ist die 12? Die 12 habe ich noch gar nicht. Magbrand. Sind auch Pokémon, die nur mit einem Item gibt. Axantor. Habitat. Okay. Im Canyon-Gebiet. Hier oben hatte ich das irgendwo mal zwischendurch gesehen. Wir machen es da von dem Canyon-Platz.
Axanthor. Oh ja. Pokémon Legenden Arceus ist auch so ein werbegutes Spiel. Es hat mir auch mega Spaß gemacht. So, gut. Lasst uns hier die Markierung setzen. Die Kuppel hat sich jetzt auch verändert, demnach. Jetzt habe ich das ja eben mit Leichtigkeit einfach so gesagt, ne? Wir wissen schon wieder, wie das mit dem Fliegen geht, aber wie geht's denn mit dem Fliegen? Beziehungsweise mussten wir, glaube ich, jetzt erst noch die anderen zwei Strecken machen. Panzer Aeron, stimmt. Das könnte die 12 sein. Du funkelst aber anders. Und? Es ist ein Stellati. Flammenblitz. Und danach wird's direkt gefangen. Sehr gut. Nein! Nein, 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 nein. Hyperball. Ich weiß gar nicht, was ich mit meinen zwei Meisterbällen noch tun soll. Na komm. Nein, warum? Sturzflug? Nur mach, wir wollen weiter. Ah. Nein, kein Risikotackle erlernen. Was ist denn los? Ein Flammiau. Okay, Panzer Aeron fehlt uns auch. Aber ich bin jetzt eigentlich eher für das Axanthor hier. Sag mal, kann man das irgendwo nachlesen? Flugsteuerung. Invertiert normal. Aber wie wird's angezeigt? Axanthor lief hier oben irgendwo rum. Irgendwo in dem Canyon-Gebirge. Electic. Volgantis. Und hier habe ich es schon mal irgendwo gesehen. Aber aktuell scheinbar nicht. Gerade noch mal gucken. Im Pokédex? So, da wo der Teich ist.
Ja doch, ich bin hier richtig. Also wenn, dann hier. Vielleicht einfach mal ein paar Pokémon noch besiegen. Müsste es ja vielleicht kommen. Flammeow. Die Sache ist, ich habe dagegen schon gekämpft und schon versucht zu fangen. Es hat nicht funktioniert. Deswegen probiere ich es jetzt hier einfach mal ein bisschen weiter. Vielleicht haben wir ja Glück. Magneton. Hat ein besonderes Zeichen scheinbar. Na komm schon. Vielleicht ist es nicht die richtige Tageszeit dafür. Vielleicht auch eher hier oben. Das kann ja überall sein. Überall. Ich werde es schon irgendwo finden. Und wenn ich es finde, dann zeige ich es euch.